Kapitel 14 Aussprache oder Rache Am nächsten Morgen wachte Hermine auf und hatte Bauchschmerzen, als sie daran dachte, dass sie sich mit Snape aussprechen müsste. Sie konnte ihm nicht unter die Augen treten. Sie entschied sich also nach einigen Überlegungen, dass sie sich mit einem Brief bei ihm entschuldigte, beziehungsweise durch einen Brief wieder Kontakt zu ihm aufnahm. Sie erinnerte sich an ein kleines Gedicht, welches sie vor Jahren mal in einem Muggelbuch gelesen hatte. Sie fand es damals so schön, und jetzt gerade passte es irgendwie, hoffte sie zumindest. Zukünftiges. Als alles vorbei war, Krieg und Frieden, Mann und Frau, Form und Inhalt, als die Sonne auf und untergegangen war, samt Mond und Stern und den Musikalien des Himmels und der Erde. Da setzten wir uns und warteten auf das, was kommt. Sehr geehrter Professor Snape, ich bitte Sie vielmals und demütig um Entschuldigung, es ist mir schleierhaft, wie ich solch grausame Worte an Sie richten konnte. Ich weiß oder vermute jedenfalls, dass ich Ihnen damit sehr weh und vor allem großes Unrecht getan habe. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen, auch wenn ich es selbst nicht kann. Ihre Hermine G. Granger. Sie versah den Brief mit einem Zauber, denn sie hatte die Befürchtung, dass er ihn einfach ungelesen ins Feuer schmeißen würde. Sie rief einen Hauselfen und gab ihm den Brief. Sie bat ihn, ihn nur Professor Snape zu geben und das am besten nur in seinen Räumen. Der Elf verneigte sich und verschwand. Severus war gerade in seinem privaten Labor, als er ein Ploppen wahrnahm, also ging er aus dem Labor in sein Wohnzimmer und sah den Hauselfen fragend an. Was hat das hier zu bedeuten? fragte er schärfer als beabsichtigt. Der Hauself zuckte zusammen, senkte den Kopf und wagte es nicht, ihn noch einmal anzublicken. Sir, Miss Granger bat Roxy, den Brief zu Professor Snape zu bringen. Severus verdrehte die Augen. Du kannst den Brief wieder mitnehmen und Miss Granger sagen, dass ich keine Briefe von ihr erhalten möchte. Roxy fing an zu zittern, Sir, Miss Granger sagte, ich dürfe den Brief nicht wieder mitbringen. Der Professor müsse ihn lesen. Severus fing an zu knurren, er nickte dem Elf zu, und er verschwand eilig aus den Kerkern. Den Brief hatte er auf den kleinen Tisch an der Couch schweben lassen. Severus schnaubte, ging zurück in sein Labor, wollte den Brief und Hermine vergessen und weiter an seinen Tränken arbeiten aber er konnte sich nicht konzentrieren, er dachte die ganze Zeit nur an den Brief und fragte sich, was wohl darin stehen würde. Er räumte dann seine Zutaten zusammen, leerte die Kessel, stellte alles an seinen Platz zurück und ging eilig zu der Couch. Er nahm den Brief, öffnete ihn und las ihn, danach zerknüllte er ihn und warf ihn in den Kamin und entfachte ein Feuer. Er schüttelte den Kopf, Sie könne sich nicht verzeihen, was sie zu ihm gesagt hatte. Da waren sie schon zwei, dachte er sich. Als er wieder in die Flammen sah, stellte er fest, dass der Brief nicht verbrannt war, sondern noch intakt im Feuer lag. Sie hat ihn verzaubert. Kluge Hexe. stellte er fest. Er war fast sogar ein bisschen stolz, dass sie so vorausschauend geplant hatte. Er lachte verbittert auf, Stolz sein auf Hermine, lachhaft allemal. Severus wusste nicht genau, warum er das tat, aber er wollte ihr einen kleinen Schrecken einjagen. Er wusste nicht, ob das der beste Weg dafür wäre, aber es wäre etwas, woran er aber es wäre etwas, woran sie sich lange erinnern würde. Er musste bei dem Gedanken an ihr erschrockenes Gesicht lachen, er schickte ihr einen Brief zurück, dass er sie heute nach dem Abendessen bei sich empfangen würde, wenn sie denn kommen wollte. Er selbst hatte das Abendessen in seinen Räumen eingenommen, er wollte nicht von Schülern gestört werden, die ihn vermutlich seine Laune verderben würden. Gegen neunzehn Uhr klopfte es an seiner Tür, er ging zu ihr, öffnete sie und sah Hermine mit einer hochgezogenen Augenbraue und einem undefinierbaren Blick an. Sie wäre am liebsten wieder umgedreht und hätte sich vor den Kopf geschlagen für diese dumme Idee. Aber sie lächelte leicht, gerade als sie eintreten wollte, stellte er sich dicht vor sie und sah sie eindringlich an. Er stand so nah vor ihr, dass sie seinen unverkennbaren Duft wahrnahm und die Wärme, die er ausstrahlte. Dachten Sie etwa, wir gehen in meine Räume. Die Augenbraue immer noch erhoben, ging er an ihr vorbei und schloss seine Tür. Sie war verwirrt und folgte ihm. Sie war froh, dass sie alt genug war, um keine Strafarbeit mehr erledigen zu müssen, denn das gerade fühlte sich haargenau danach an. Severus schlug den Weg zum Raum der Wünsche ein, stellte sich vor die Wand, schloss die Augen und konzentrierte sich darauf, was er von dem Raum wollte. An der Wand formte sich eine weiße Tür mit schönen Verschnörkelungen und einem filigranen Griff. Hermine war erstaunt, diese Tür hatte sie noch nie gesehen. Severus öffnete die Tür und trat hinein. Hermine folgte ihm. Die Tür fiel mit einem leisen Klicken ins Schloss und verschmolz wieder mit der Wand. Als Hermine sich umsah, kam sie aus dem Staunen nicht heraus. Das war kein einfacher Raum mehr. Sie standen inmitten einer Lichtung, umringt von Birken und Weiden, das hohe Gras war gesäumt von bunten, unterschiedlichsten Blumen, viele kleine Glühwürmchen schwirrten durch die Luft und tauchten die Szenerie in ein magisches Licht. Schwalben zogen durch den Himmel und flogen um Hermine und Severus und wieder hoch in den Himmel. Man hörte Grillen zirpen und das Gras sich im sanften Wind wiegen, Erstaunt sah Hermine Severus an. Dieser sah ebenfalls erstaunt zu Hermine. Das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt, stellte er nüchtern fest. Hermine wusste nicht so recht, was er meinte, was ihr aber nicht so wichtig war. Es ist wunderschön hier. Da muss ich Ihnen leider zustimmen kam es vom Dunkelhaarigen, und er hätte sich den Kopf am liebsten an einer Birke eingeschlagen. Das lief so gar nicht nach Plan. Hermine konnte sich nicht satt sehen, die Farben, die Elemente, die Umgebung. Sie ging zielstrebig auf einen Platz zu, wo das Gras nicht ganz so hoch war, und setzte sich auf die ebene Fläche. Severus sah sie verwundert an, folgte ihr dann und blieb neben ihr stehen. Wollen Sie jetzt die ganze Zeit da stehen bleiben? Sie sah ihn lächelnd von unten an und deutete auf die Stelle neben ihr. Bisher sitzt da, glaube ich, noch keiner. Severus verdrehte die Augen, atmete laut aus und setzte sich in einigem Abstand neben Hermine. Sie sah sich immer noch um, und jedes neue Detail, was sie erkannte, verstärkte das Glitzern in ihren Augen. Severus sah erst sie an, dann glitt sein Blick über die Lichtung. Wieso sind wir hier? wollte Hermine wissen, als er die Glühwürmchen beobachtete, die um sie herumschwirrten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hatte mich auf etwas ganz anderes konzentriert. Eigentlich das komplette Gegenteil. Er zog die Augenbrauen zusammen und knurrte in einem dunklen Bariton. Das Gegenteil hiervon? Wieso? Hermine lachte ungläubig auf. Nicht weiter wichtig, meinte er nur. Er sagte ihr lieber nicht, was er eigentlich vorhatte, diese Gedanken passten nicht zu der unschuldigen Spielstätte hier. Sie saßen eine ganze Weile schweigend da, genossen die Ruhe und die leichten Geräusche der Natur und der Tiere. Severus entspannte sich zunehmend und war überhaupt nicht mehr erbost darüber, dass der Raum ihm einen Strich durch die Rechnung zog. Hermine seufzte leicht auf, ließ sich dann nach hinten sinken und bettete ihren Kopf auf die dahinter verschränkten Arme und schloss für einen kurzen Moment die Augen. Als sie sie wieder aufschlug, um in den Himmel zu sehen und die Sterne zu betrachten, schaute sie kurz zu Severus, und konnte sich ein leichtes Lachen nicht verkneifen. Er blickte zu ihr nach hinten und sah sie fragend an. Da sind ein paar Glühwürmchen in ihren Haaren. Es sieht fast aus wie eine kleine Krone, sagte sie herzlich lachend, setzte sich auf und befreite die Würmchen aus seinen Haaren. Nicht nur das goldene Licht steht ihnen, auch das Licht der Glühwürmchen schmeichelt ihnen. Sie sehen dann weniger ernst aus. Sie suchte seinen Blick, ihrer war warm, seiner etwas verunsichert. Dieser Raum veränderte die Stimmung zwischen ihnen im Handumdrehen, er schüttelte den Kopf. Warum sind Gryffindors immer so verträumt? Hermine schmunzelte nur, gab aber keine Antwort. Sie wusste, dass er keine haben wollte. Sie legte sich wieder zurück ins Gras und blickte in den Himmel, Sie erkannte den großen Wagen, den Schwan, den Löwen, Pegasus und Perseus und die Jungfrau. Sie zog die Augenbrauen zusammen und dachte nach. Alle diese Sternbilder waren zu verschiedenen Jahreszeiten zu sehen, und hier trafen sich alle aufeinander, wie ein Bild, das erzählt werden wollte. Sie zuckte mit den Schultern. Der Raum der Wünsche. Immer. Für Überraschungen gut. Kapitel 15 Neue Nähe. Sie wurde aus ihren Gedanken gerissen, als sie merkte, dass sich Snape jetzt ebenfalls ins Gras gelegt hatte. Sie schloss ebenfalls die Augen und ließ sie geschlossen. Sie musterte sein Gesicht, während sie zu ihm sah. Er sah wirklich entspannt aus. Seine Züge verloren die Strenge und die Falte zwischen seinen Augenbrauen wurde wesentlich weicher. Ein unwirkliches Bild, als Hermine so darüber nachdachte. Sie hatte ihn bisher zweimal im Gras liegen sehen. Das erste Mal unter schlimmeren Umständen und jetzt unter eigentlich wirklich schönen. Sie drehte den Kopf wieder dem Himmel zu und ließ ihren Gedanken freien Lauf. Aber sie blieben beständig bei dieser Situation, ließen sich nicht umlenken. Hermine breitete die Arme, die vorher auf ihrem Bauch geruht hatten, aus, und für einen kurzen Moment trafen ihre Fingerspitzen die linke Hand von Severus. Hermines Finger zuckten kurz zurück, sie hatte nicht damit gerechnet, ihn berühren zu können. Sie überlegte kurz, nahm ihren Mut dann zusammen und strich dann mit dem Arm zurück, bis ihre Finger wieder auf seiner Hand lagen. Severus hatte die erste kurze Berührung schon vernommen, hatte sich aber nichts anmerken lassen und schmunzelte in sich hinein. Als er die erneute Berührung Hermine's Finger wahrnahm, spürte er, wie ihre Finger leicht zitterten, was sein Schmunzeln nur noch verstärkte. Sie strich unendlich sanft über seinen Handrücken. Er hätte ihr in diesem Moment gar nicht böse sein können. Diese Situation war einfach so schön und unschuldig. Hermine war erstaunt darüber, dass er seine Hand nicht wegzog. Sie dachte schon fast, er wäre eingeschlafen. Seine Hände waren etwas rau, aber angenehm warm. Sie sollten ihre Hände öfter eincremen flüsterte sie, aber er verstand sie ganz genau. Das habe ich bisher nicht als notwendig erachtet. Nicht jede Frau will direkt meine Hand streicheln, gab er ironisch, aber trotzdem nett zurück. Hermine errötete leicht, er hatte recht. Was tat sie mit seiner Hand? Wieso wollte sie ihn anfassen? Sie zog ihre etwas zurück und legte sie ins Gras neben seine. Severus öffnete die Augen, drehte seinen Kopf zu Hermine und sah sie ruhig an. Sie dürfen gerne weitermachen, wenn Sie möchten. Für Sie würde ich sogar extra meine Hände eincremen, meinte er neckend zu ihr mit einer provozierend samtigen Stimme, die Hermine eine Gänsehaut bescherte, die er, Merlin sei Dank, nicht sehen konnte. Er legte den Kopf zurück in seine Ausgangsposition und schloss wieder die Augen, die Hand legte er jedoch etwas an sein Bein. Hermine biss sich auf die Unterlippe, sie nahm noch einmal ihren Mut zusammen und suchte nach seiner Hand, während sie immer noch in den Himmel sah. Sie tastete etwas umher, fand ihn aber nicht, als sie etwas weiter in Richtung Snape steuerte, fand sie schließlich seine Hand, berührte aber gleichzeitig seinen Oberschenkel, was er mit einem samtigen Knurren zur Kenntnis nahm. Hermine zog verschreckt die Hand wieder zurück und setzte sich schnell auf. Sie errötete erneut, dieses Mal aber so stark, dass selbst ein Blinder es hätte sehen können. Miss Granger, ich wusste ja nicht, dass Sie so schnell dabei sind. Hauchte er ihr ins Ohr und legte sich dann wieder ins Gras. Er hatte sichtlich Spaß mit ihrer Pikiertheit. Soll ich mich ausziehen oder wollen Sie das übernehmen? schnurrte er. Jetzt hatte er doch noch seine kleine Rache bekommen. Hermine fasste sich schnell über das Gesagte, sie wusste, dass Snape Sachen gern auf die Spitze trieb und ihm die Verwunderung des Gegenübers Spaß bereitete. Sie wollte das Spiel mitspielen, sie hatte keine Strafen zu befürchten, da sie nicht mehr seine Schülerin war. Sie blickte ihn über ihre rechte Schulter an und lächelte leicht, es sah fast verführerisch aus. Sie musste sich allerdings ihr Lachen etwas verkneifen. Er hob eine Augenbraue, als er ihren Blick sah, und setzte sich auf. Sie drehte sich zu ihm, sah ihm fest in die Augen und lächelte schief. Sie legte noch eine Schippe obendrauf und leckte sich über die Lippen. Severus' Augen weiteten sich kaum merklich, er wusste nicht, ob sie sein Spiel durchschaut hatte oder nicht, ob sie wirklich Interesse daran hatte, ihn auszuziehen. Sie beugte sich leicht zu ihm und flüsterte verführerisch Es wäre mir eine Ehre, Sie ausziehen zu dürfen, Professor. Sie legte eine Hand auf sein Knie, ihre Augen funkelten dabei. Die Wärme von seinem Knie schien seine Gedanken zu vernebeln und er kam erst langsam wieder zu Sinnen. Er sah sie an, ihre Augen fesselten seinen Blick. Die Luft knisterte vor Spannung, wurde aber jeher durch Hermine unterbrochen, die ihr Lachen nicht weiter unter Kontrolle behalten konnte. Sie lachte laut und herzlich und hielt sich den Bauch, legte sich wieder ins Gras und beruhigte sich nur langsam. Severus blickte finster zu Hermine, sie hatte ihn an der Nase herumgeführt und sein Spiel durchschaut. Ich hoffe, Sie spielen nicht immer so mit den armen Männern, die sich für Sie interessieren, sagte er und ließ sich auch wieder ins Gras sinken. Nur mit Männern, die ausschließlich schwarz tragen, schwarze lange Haare haben und junge Frauen aufs Glatteis führen wollen. Sagte sie keck und wusste, dass sie damit das Duell gewonnen hatte. Er wusste es ebenso und gab nur noch ein Knurren von sich. Hermine sah ihn an. Sie rückte unbemerkt etwas näher zu ihm und griff nach seiner Hand. Er ließ sie gewähren. Sie strich zart mit ihrem Daumen über seinen Handrücken. Die Berührung löste ein leichtes Kribbeln aus. Hermine gab ihrem Gefühl nach, welches tief in ihrem Bauch Gehör verlangte, auch wenn sie es wahrscheinlich bereuen würde. Aber es ging so wahnsinnig schnell. Mit einem großen Schwung lag sie halb auf seiner Brust, beugte sich über sein Gesicht und verschloss ihre Lippen mit seinen. Sie küsste ihn sanft, aber bestimmt, legte die linke Hand an seine Wange, strich mit ihren Fingerkuppen über seine Wangenknochen, runter bis zu seinem Kinn. Er konnte sich nicht wehren. Er wusste nicht, wie ihm geschah. Schlussendlich erwiderte er den Kuss. Ihre Berührungen ließen seine Haut darunter brennen, und er legte seine linke Hand an ihren Kopf, strich ihr durch die Haare. Immer wieder verschmolzen die beiden Lippenpaare zu einem. Der Kuss war sanft, erforschend. Längst vergessene Gefühle regten sich in ihm. Er hatte gehofft, die Zeit würde anhalten und sie sich nicht von ihm lösen. Viel zu schnell für seinen Geschmack nahm sie ihre Lippen von den seinen. Beide keuchten auf, hatten sie doch fast vergessen zu atmen. Sie löste sich von ihm und den Kuss. Ihre Hand ruhte auf seiner Wange, seine in ihren Haaren. Sie blickte gütig in seine schwarzen Augen, suchte Zustimmung, und fand diese auch. Jetzt war es an ihm, sich blitzschnell in ihre Richtung zu drehen, und Hermine lag auf dem Rücken. Severus hatte sich mit dem linken Ellenbogen abgestützt und beugte sich jetzt selbst über sie. Seine Brust berührte ihre, er legte seine Lippen auf ihre und küsste sie vorsichtig. Als er fühlte, dass sie den Kuss erwiderte, wurde seine etwas fester, aber immer noch sanft. Fast romantisch. Sie legte eine Hand in seinen Nacken und zog ihn näher zu sich, die andere legte sie auf seinen Rücken, um ihn noch näher zu sein. Er fühlte ihre Wärme und wie sie sich näher an ihn drängte. Als er den Kuss unterbrach, legte er seinen Kopf an ihren Hals und vergrub seine Nase in ihren Haaren. Sie tat es ihm gleich und küsste seinen Hals, was ihm einen Schauer verpasste. Er zog seinen Kopf zurück und sah sie an. Sie lächelte ihn an und legte ihre Lippen gleich wieder auf die seinen, forderte ihn auf, sie ebenfalls zu küssen. Er ließ sich nicht lange bitten und erfüllte ihren Wunsch, einhergehend mit einem Knurren.